Ihr kommt zum Campus und seid auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante ist hier oben die einfache Suche. Das ist eine Art Freitextsuche. Da können wir jetzt einfach mal den Begriff Persönlichkeit eingeben zum Beispiel. Und erhalten dann Ergebnisse aus allen Medien und Themenbereichen, die dazu passen. Auch hier findet ihr sie jeweils sortiert nach Medienart. Zuerst die Schriften, dann die Videos, die Audios, die Modelle und das didaktische Material. Und hier eben auch noch die Click-to-Transfer. Wenn ihr ein bisschen genauer suchen und filtern wollt, empfehlen wir euch die erweiterte Suche. Hier könnt ihr sehr genau steuern, was ihr sehen möchtet. In der Expertensuche habt ihr einen Freitext, der durchsucht alle Felder. Ihr habt Schlagwörter, Jahr, Ort, Titel und Autor. Und ihr habt hier die Möglichkeit, einzelne oder durch Gedrückthalten der STRG-Taste auch mehrere Kategorien gleichzeitig auszuwählen. Hier unten könnt ihr eure Ergebnisse weiter eingrenzen, beispielsweise durch Wegklicken, euch auf deutsche Ergebnisse reduzieren oder sagen, ich möchte eigentlich keine Schriften und keine Modelle und keinen Click-to-Transfer, sondern nur Audios, Videos, Themenkörbe und Events. Ich würde jetzt mal zum Beispiel in das Freitextfeld nochmal Persönlichkeit eingeben, damit ihr seht, wie das funktionieren kann, und klicke hier auf Suchen. Dann erhalte ich hier nach Themenbereich sortiert meine Ergebnisse und kann von dort aus dann ganz einfach zu den Detailseiten wechseln. Dort kann ich das Audio zum Beispiel anhören oder runterladen.